Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Lieber Herr Professor Hacker, verehrte Frau Professorin Schnitzer-Ungefug, sehr geehrter Herr Professor Becker, sehr geehrter Herr Professor Surbaum, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie heute Abend namens der Volkswagen Stiftung zu der ersten von drei Leopoldina Lectures 2015 hier in Schloss Herrenhausen zu begrüßen. Die Leopoldina Lectures sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Volkswagen Stiftung und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die wir im letzten Jahr das erste Mal gestartet haben. Und es freut mich sehr, dass wir auf diese Weise sozusagen in Hannover Dinge auch erörtern können, die häufig ja auch mit überregionalen und internationalen Fragestellungen im Bereich der Naturwissenschaften, der Biomedizin, aber durchaus auch in gesellschaftspolitischen Kontexten zu tun haben. Auch zu unserem heutigen Thema Schutzimpfungen hatte die Leopoldina bereits vor einigen Jahren eine Stellungnahme erarbeitet und wir freuen uns sozusagen genau zu diesem Thema Ihnen heute Abend Näheres sagen zu können. Schutzimpfungen sind die kosteneffektivste Maßnahme der Infektionsmedizin und haben wesentlich dazu beigetragen, Infektionskrankheiten einzudämmen. Trotzdem stellen diese Krankheiten für Menschen und Gesundheitssysteme weltweit eine enorme Herausforderung dar, wie wir gerade auch in letzter Zeit gesehen haben. Denn gegen die großen Seuchen wie beispielsweise HIV und AIDS oder Malaria und andere gibt es sozusagen noch keine wirklich effektiven Schutzimpfungen. Jährlich sterben 15 bis 17 Millionen Menschen weltweit durch Krankheiten, die Viren, Bakterien oder andere Erreger hervorrufen. Hier ist also durchaus auch für die Forschung selbst noch viel zu tun. Aber auch hierzulande, wo wir glücklicherweise in weitaus geringerem Maße mit Infektionskrankheiten dieser Art zu kämpfen haben, steht das Instrument Impfen vor neuen Herausforderungen. Können Impfungen mehr als Infektionskrankheiten vorbeugen? Zu dieser aktuellen Forschungsfrage werden wir sicher heute Abend noch einiges hören. Und wie können wir der in Anführungsstrichen Impfmüdigkeit in vielen westlichen Industrieländern begegnen? Während gegen Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung deutschlandweit über 95% der Menschen geimpft sind, sind die Masern aufgrund unzureichender Impfraten immer noch nicht ausgerottet, anders übrigens als in den USA. Gegen Masern sind hierzulande durchaus regional höchst unterschiedlich 52% bis 98% der Menschen immunisiert. Dabei müssten sozusagen in der gesamten Bevölkerung 95% geimpft sein, so schätzt man, um einen Ausbruch dieser aggressiven Infektionskrankheit rasch zum Erliegen zu bringen. Der Vorstoß der Bundesregierung, dass Eltern von Kindern, die in eine Kita gehen sollen, zu einer Impfberatung gehen müssen, ist nach Ansicht von Ärzten daher durchaus ein wichtiger Schritt. Schutzimpfungen sind ein ebenso facettenreiches wie aktuelles Thema. Und ich bedanke mich sehr herzlich auch bei unseren heutigen Vortragenden, dass sie diesen Abend möglich machen. Der heutige Abend bildet, wie eingangs schon gesagt, den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen mit der Leopoldina, aber auch zu weiteren Themenabenden, die sich mit dem Themenfeld Gesundheit beschäftigen. Schon am nächsten Donnerstag wird es hier ein Forum in der Reihe Mensch, Natur, Technik geben, wo es um die Frage Biosicherheit im Labor, veränderte in Anführungsstrichen Superviren und ähnliche Stichworte gehen wird. Am 24. März wird es ein weiteres Forum geben zur Zukunft des Gesundheitssystems und am 23. April widmen wir uns der Antibiotikaforschung und dem Problem der Resistenzen. Die nächste Leopoldina Lecture findet dann übrigens am 18. Mai statt und erörtert das Thema Palliativmedizin. Ich freue mich sehr, das Wort nun an den Präsidenten der Akademie, Herrn Professor Hacker, übergeben zu können. Herr Hacker ist von Hause aus Mikrobiologe und war zwischen 2008 und 2010 auch Präsident des Robert-Koch-Instituts. Er ist also voll und ganz berufen, um uns in das Thema des heutigen Abends einzuführen. Ich wünsche uns allen einen inspirierenden Abend und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter lieber Herr Kroll, lieber Herr Becker, Herr Surbaum, lieber Reinhard Burger, meine Damen und Herren,
Auch ich möchte Sie im Namen der Leopoldina herzlich begrüßen zu diesem Abend. Leopoldina Lecture, mehr als im Impfpass steht, was Schutzimpfungen heute möglich machen. Ich freue mich, dass wir wieder in Herrenhausen hier zu Gast sein dürfen und danke Ihnen, Herr Krohl, schon jetzt herzlich für die wie immer hervorragende Zusammenarbeit. Ich glaube, es entwickelt sich so eine gute Tradition, dass wir zusammenarbeiten. Die Leopoldina ist die älteste Akademie der Welt, 1652 gegründet, seit Ende des 19. Jahrhunderts in Halle ansässig und seit 7 Jahren Nationale Akademie der Wissenschaften Deutschlands. Und insofern haben wir den Auftrag, Deutschland international in wissenschaftlichen Gremien, Akademiengremien zu vertreten, aber auch auf die Öffentlichkeit, auf die Politik zuzugehen mit aktuellen Themen. Und das ist etwas, was wir gerade hier tun. Und wir sind hier nicht auf Halle und auf Berlin beschränkt, sondern wollen auch bundesweit uns mit unserer Arbeit vorstellen. Und insofern passen diese Leopoldina Lectures in Herrenhausen hervorragend in unser Profil, unser Tätigkeitsmerkmale. Sie hatten schon darauf hingewiesen, Herr Krohl, die Leopoldina hat eine Stellungnahme zu Schutzimpfungen im Jahre 2008 bereits vorgelegt. Seit dieser Zeit hat sich einiges getan auf diesem Gebiet. Ich glaube, das werden wir heute auch hören. Und Sie hatten schon darauf hingewiesen, Infektionskrankheiten spielen nach wie vor eine große Rolle. Der Ebola-Ausbruch, der ja noch nicht Geschichte ist, sondern der weiter im Moment uns beschäftigt, wäre hier zu nennen. 21.000 Infizierte, fast 9.000 Todesfälle. Und das, die Dunkelziffer ist sehr viel größer als das, was offiziell von der WHO und von den Helfern erhoben wird. Ein Beispiel dafür, dass Infektionen aktuell sind. Oder wenn wir an MERS denken, das Coronavirus, was im Jahre 2012 und danach über 1.000 Menschen infizierte, sind neue Viren, neue Erkrankungen, denen wir uns gegenübersehen. Und Sie hatten schon darauf hingewiesen, Todesfälle gibt es eben auch, über 3 Millionen im Hinblick auf AIDS, Tuberkulose und Malaria, 3 große Erkrankungsfelder, bei denen es bisher keine Impfmöglichkeit gibt. Übrigens gilt das auch für Erkrankungen der Atemwege oder auch für Darminfektionen. Sie haben gehört möglicherweise, dass in Deutschland, in Berlin, gerade gestern die Geberkonferenz für Gavi, für dieses große Netzwerk, internationale Netzwerk, tagte. Deutschland hat bis zum Jahre 2020 600 Millionen Euro zugesagt als Geber in dieses Netzwerk, was sich zur Aufgabe gemacht hat, auch unkonventionell zu helfen und Impfstoffe in der Entwicklung, aber auch gerade in der Verteilung, in der Anwendung dann auch weltweit möglich zu machen. Bis zum Jahre 2020 möchte Gavi, möchte dieses Netzwerk über 7 Milliarden Dollar für dieses Projekt Impfungen weltweit, Entwicklung von Impfstoffen ausgeben. Auch hier zeigt sich die Aktualität dieses Themas. Impfungen nutzen gezielt letztlich eine Möglichkeit, die unser Immunsystem hat, nämlich zu lernen und eine Gedächtnisleistung zu erbringen. Das ist also nicht nur etwas, was wir mit unserem Verstand und unserem Hirn ständig machen, sondern auch das Immunsystem kann so etwas. Und das Robert-Koch-Institut, ich freue mich, dass der Präsident heute Abend auch bei uns ist, das Robert-Koch-Institut, hat die Impfung zu den, ich zitiere, wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen, gezählt. Und ich glaube, dem kann man nur zustimmen. Die älteste Impfung, die erfolgreich angewandt wurde, die dokumentiert ist, ist die Impfung gegen Pocken. Edward Jenner war es, der aus Kuhpockenviren, aus Kuhpockenblasen einen Impfstoff kreiert hat, der dann angewendet wurde. Und in der Tat ist das eine große Leistung nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die Welt seit 1980 pockenfrei. Und wenn man liest, bei Goethe beispielsweise Dichtung und Wahrheit, wie stark die Pocken
in dieser Zeit wirkten und wie Familien, wie ganze Städte in Angst waren, wenn diese Infektionskrankheit auf eine Stadt oder auf eine Landschaft zurollte. So müssen, können wir das nicht hoch genug schätzen. Zeigt also, dass Impfungen etwas bewirken können, und das gilt auch für Impfungen gegen Masern beispielsweise, Mumps, Röteln, auch Kinderlähmung, Diphtherie oder Tetanus. Aber die Pocken, wie gesagt, die einzige bisher vollständig ausgerottete Infektionskrankheit. Es wäre auch bei anderen Infektionskrankheiten möglich, insbesondere Viren, bei denen der Mensch als einziger Wirt fungiert. Gerade bei der Polio, bei der Kinderlähmung ist das der Fall. Aber immer wieder ist es leider so, dass wir weltweit diese Infektionskrankheit noch nicht ausgerottet haben. Es sind drei Länder, Pakistan, Afghanistan und Nigeria, bei denen Polio nach wie vor vorkommt. Und man kann nur hoffen und wünschen, dass durch Maßnahmen, insbesondere der Weltgesundheitsorganisation und anderer Organisationen, es möglich wird, auch die Polio zu eradizieren. Es gibt eine ganze Reihe, ich hatte schon einige erwähnt, einige Erkrankungen, bei denen es bisher keine Impfstoffe gibt. Malaria wäre hier zu nennen, aber auch Hepatitis C beispielsweise, Syphilis und andere. Ein Bedarf gibt es an neuen Impfstoffen, gerade neue Erkrankungen, wenn wir an die Ebola denken oder wenn wir an SARS denken oder MERS, diese verwandten Viren. Und dann sehen wir, dass hier auch der Bedarf enorm ist. Und ich bin sicher, dass Herr Becker diese Problematik auch mit ansprechen wird in seinem Vortrag. Impfungen können aber auch ein anderes Ziel verfolgen, nicht nur gegen Infektionskrankheiten sich richten. Es können beispielsweise auch Schutz vor Tumoren so entwickelt werden. Und ich könnte mir vorstellen, Herr Surbaum wird auf dieses Problem eingehen. Ein Beispiel ist die Vakzine gegen humane Papillomaviren, aber auch Impfungen gegen Hepatitis B beispielsweise beugt Tumoren vor. Und es ist gerade in Deutschland, glaube ich, angezeigt, hier an Harald Zuhausen zu denken, übrigens lange Vizepräsident auch der Leopoldina und nach wie vor Mitglied im Präsidium, der den Nobelpreis bekommen hat vor einigen Jahren für die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs eben und nicht nur gegen Infektionskrankheiten. Insofern freue ich mich, dass wir heute unterschiedliche Aspekte von Impfungen, Forschung auf dem Gebiet der Impfungen, aber auch Anwendungen, dass wir heute zwei Vorträge hören werden. Zwei Spezialisten konnten wir gewinnen, die uns heute informieren werden zunächst. Und ich möchte Herrn Becker und Herrn Surbaum gerne vorstellen. Herr Becker ist Professor für Virologie und Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Marburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind in der Molekularbiologie der Arena- und Filoviren zu suchen. Dazu gehören beispielsweise auch Ebola-Viren oder auch das Marburg-Virus. Ich nehme an, dass Sie darauf auch eingehen werden. Und da hat sich gerade mit hochpathogenen Erregern auseinandergesetzt. Herr Becker studierte Pharmazie in Marburg. Er war Leiter einer Arbeitsgruppe am Zentrum für biologische Sicherheit am Robert-Koch-Institut. Da haben wir uns gerade verpasst. Herr Becker ist dann 2007 als Professor nach Marburg von Berlin aus berufen worden. Und Herr Becker ist Gründungsmitglied des in Marburg eingerichteten Zentrums für Infektionsforschung und auch vielfach in Wissenschaftsorganisationen involviert, auch eine neue Arbeitsgruppe, die die Leopoldina mit der DFG gebildet hat, zum Thema Dual Use, doppelte Verwendung sozusagen von Forschungsergebnissen. Auch hier ist Herr Becker aktiv. Herr Surbaum, der zweite Referent des Abends, ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene hier an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und im Mittelpunkt seiner Arbeiten stehen die Populationsgenetik, Genomik, Pathogenese von Helicobacter pylori, einem Bakterium, was mit Krebs in Zusammenhang gebracht wird. Er beschäftigt sich aber auch mit anderen verwandten pathogenen Bakterien. Herr Surbaum studierte Medizin und Philosophie in Bochum, Wien und an der Harvard Medical School.
Er war dann am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg tätig und auch am Institut Pasteur in Paris. Er wurde 1999 Professor am Institut für Hygiene und Mikrobiologie an der Universität Würzburg. Da haben sich unsere Wege gekreuzt in der Zeit und übernahm dann 2003 seine jetzige Position in Hannover. Herr Sobaum ist Mitglied der Academia Europaea, der American Academy for Microbiology und seit nunmehr 4 Jahren auch Mitglied der Leopoldina. Er wird über das Thema Impfungen gegen chronische Infektionen, Chancen, Risiken referieren. Ich freue mich, dass beide Vortragende hier sind. Nochmal herzlichen Dank an die Volkswagen Stiftung und ich denke, dass Herr Becker dann beginnen wird und danach Herr Sobaum und dann werden wir zu dritt hier Platz nehmen und eine Diskussion zunächst mal zwischen uns dreien und dann auch mit Ihnen führen können. Danke für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen allen einen interessanten Abend. Danke sehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, nach Hannover zu kommen. Dank an die Leopoldina, Dank an die Volkswagen Stiftung. Ich werde Ihnen heute Abend etwas berichten über Impfstoffe, das ist richtig, über Impfstoffe, die es noch nicht gibt, Impfstoffe, die wir machen wollen. Und das heißt, die Herausforderung, vorbereitet zu sein. Es geht um Impfen. Das Problem ist ja für die Impfungen, die uns empfohlen werden von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, ist das nicht so groß. Und Sie sehen hier, auch ich besitze einen Impfpass. Und mit Impfungen wie Mumps gegen Röteln, gegen Masern, ist das in Deutschland eigentlich ganz gut bestellt. Ja, wir haben gerade eben gehört, dass es da durchaus Raum für Verbesserungen gibt. Aber das ist heute für mich nicht das Thema. Das Thema für mich ist etwas anderes. Was passiert denn, wenn wir neue Impfstoffe brauchen? Wie können wir denn damit umgehen? Und wenn Sie wissen, dass es etwa 10 oder mehr Jahre dauert, bis man eine neue Vakzine in den Markt bekommt, dann sehen Sie das Problem. Und das Problem ist besonders dann virulent, wenn sowas passiert, wie jetzt der Ebola-Virus-Ausbruch in Westafrika. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, es dauert 10 Jahre, bis ein neuer Impfstoff entwickelt ist und in dem Markt ist, dann ist das eindeutig zu lang. Die Frage ist jetzt, wie kann man das ändern? Ebola-Virus ist nur eines von einer Gruppe von Viren, die schwere Erkrankungen bei Menschen auslöst. Man nennt die Emerging Viruses und das ist genau mein Arbeitsgebiet. Wir beschäftigen uns in Marburg mit Emerging Viruses und hier sehen Sie eine ganze Liste von solchen Viren. Das geht natürlich mit Ebola und Marburg-Virus los. Das geht über Lassa-Virus und Junin-Virus. Dann kommt so etwas Unbekanntes wie CCHF, also Crim-Congo Hemorrhagic Fever Virus. Gelbfiebervirus etc. etc. Also die Liste ist relativ lang und es kommen jährlich neue dazu. Und besonders bei diesen Viren ist, dass diese alle von Tieren auf den Menschen übertragen werden können. Und dann bei dem Übersprung von dem Tier auf den Menschen treten bei dem Menschen die Probleme auf. Während viele der Tiere, die diese Viren tragen, gar nicht erkranken, ist das bei den Menschen ganz anders. Wir Menschen sind an diese Viren nicht angepasst, wir kennen diese Viren nicht. Und diese Viren lösen dann bei uns eine Immunantwort aus, die nicht schützend ist, sondern die uns im Prinzip erst richtig krank macht. Gegen diese Viren, die Sie hier sehen, gibt es wenige Impfstoffe nur. Es gibt einen Impfstoff hier gegen das Gelbfiebervirus, der schon sehr lange bekannt ist, der auch sehr sicher ist und sehr gut ist. Es gibt einen Impfstoff gegen CCHF, der wird aber nur in Bulgarien, glaube ich, vertrieben. Und dann gegen die anderen Viren hier gibt es Ansätze gegen Impfstoffe, aber zugelassen ist eigentlich keiner. Wir haben aber Impfstoffe gegen Influenzaviren und Influenzaviren, obwohl die uns jedes Jahr eigentlich wieder neu heimsuchen, die sogenannte saisonale Influenza. Es gibt Influenzaviren, die für uns noch deutlich gefährlicher sind, also für den Einzelnen. Und das ist zum Beispiel sowas wie aviäre Influenzaviren, die glücklicherweise sehr selten von den Tieren, also von Geflügel auf den Menschen überspringen. Aber wenn das passiert, dann werden die Menschen eben sehr krank und 50% davon versterben. Dann gibt es sowas wie das SARS-Coronavirus und MERS-Coronavirus. Herr Hacker hat es schon erwähnt, auch da haben wir noch keine Impfstoffe. Gut, wenn man sich jetzt überlegt, wie oft denn solche Emerging Viruses eigentlich vorkommen, dann muss man sagen, es kommt glücklicherweise nicht so häufig vor, beziehungsweise wenn die auftreten, erreichen die meistens nicht
das Level der internationalen Aufmerksamkeit. Es sei denn, es passiert sowas wie Ebola. Dann ist das natürlich klar in dem Bewusstsein drin, aber andere Viren, die ebenfalls auftreten, hochgefährlich sind, kommen eigentlich selten mal so in das Bewusstsein wie Nipah-Virus oder aber auch, was haben wir hier noch, Lassa-Virus etc. Aber diese Viren kommen vor und nachdem wir jahrelang geglaubt haben, dass solche Viren wie Ebola-Virus im Prinzip für die öffentliche Gesundheit kein großes Problem sind, weil die irgendwo in Afrika auftreten und dann immer nur 20, 30, vielleicht 80 oder 100 Menschen daran sterben und dann ist das Problem erledigt, hat uns jetzt dieser Ebola-Virus-Ausbruch gezeigt, dass wir uns sehr wohl mit solchen Viren beschäftigen müssen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wie weit wir uns darauf vorbereiten müssen, das ist sicherlich eine Diskussionsfrage, aber wir müssen uns das genau angucken. Diese Viren machen ein Problem einfach dadurch, dass sie so unvorhersagbar sind. Diese Ausbrüche sind tatsächlich unvorhersagbar. Dadurch, dass sie von dem Tier auf den Menschen überspringen, können sie schlecht vorhersagen, wann wird das passieren. Das wissen wir nicht. Also wir können diese Ausbrüche wahrscheinlich nicht komplett verhindern, aber wir können uns darauf vorbereiten. Und diese Ausbrüche haben dann, wenn sie stattfinden, tatsächlich Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Die haben Auswirkungen auf die individuelle Gesundheit, wenn sie daran erkranken, nämlich auf die öffentliche Gesundheit. Und zwar deswegen, weil eben die sozialen Netzwerke gestört werden. Die gesamte Ökonomie der Länder, jetzt bei Ebola-Virus sehen wir das ganz besonders deutlich, gerät durcheinander, einfach weil viele Menschen infiziert werden, weil der Fokus des Gesundheitssystems dann genau nur auf diesen Ausbruch ausgerichtet ist und alle anderen wichtigen Gesundheitsprobleme treten in den Hintergrund. Das ist das, was wir momentan in Westafrika sehen. Alles konzentriert sich auf Ebola-Virus und die Menschen sterben an Malaria. So, und jetzt möchte ich Ihnen gerne ein kurzes Beispiel geben, und zwar jetzt weg von diesen klassischen Emerging Viruses, die ich Ihnen gerade eben genannt habe. Ich möchte Ihnen was erzählen über Influenza. Und zwar über die Pandemie im Jahr 2009, die sogenannte Schweinegrippe. Das ging los im März 2009 wahrscheinlich und dieser kleine Junge hier scheint der erste Mensch gewesen zu sein, der mit einem Influenza-Virus infiziert wurde. Und das war das Besondere daran, dass das ein neues Virus war. Ein neues Influenza-Virus, mit dem bislang noch kein Mensch Kontakt hatte. Und das bedeutet dann, dass im Prinzip die gesamte Bevölkerung, vielleicht sogar die Weltbevölkerung, naiv ist gegenüber diesem Virus und alle infiziert werden können. Zu Anfang dieser Epidemie, die begann in Mexiko, sah es so aus, als wäre das ein ganz besonders aggressives Virus. Also die ersten Zahlen, da dachte man, die Mortalitätsrate sei höher als 5%, was unglaublich gewesen wäre. Und das ist auch typisch für solche Ausbrüche, dass man zu Anfang Informationen hat, die einfach nicht stimmen. Also oft wird es völlig übertrieben, wie gefährlich diese Viren dann sein sollen, die gerade da ihr Unwesen treiben. Schließlich und endlich war die Mortalitätsrate bei 0,03% etwa, also deutlich niedriger. Trotzdem war das natürlich ein Alarmsignal für alle und bei jedem Virologen, besonders bei den Influenza-Virologen, tritt bei sowas natürlich sofort so ein Flashback auf und man erinnert sich an die Influenza-Pandemien der vergangenen Jahre, besonders die spanische Grippe, die wirklich sehr, sehr viel Menschenleben gefordert hat. Glücklicherweise ist es ja nicht so gekommen, aber das war ständig im Hintergrund und im Hinterkopf und vor diesem und das muss man im Kopf behalten, wenn man über diese Pandemie im Jahr 2009 redet. Und dann sehen Sie die Erkrankungszahlen, das ist hier jetzt im Mai 2009, zwei Monate nach Beginn der Erkrankung, da sehen Sie, insgesamt gab es etwa 2000 Fälle und die sind vorwiegend hier in Mexiko, in den USA gewesen, Europa nur einige Fälle, das ist dann hier in Deutschland 9 Fälle und so, also war wirklich übersichtlich. Dann zwei Monate später, im Juli, sieht man, dass sich das dramatisch gewandelt hat. Jetzt sind etwa 100.000 Menschen betroffen, infiziert. Einige Todesfälle sind auch aufgetreten. Und man sieht, dass so eine Influenza-Pandemie im Prinzip kaum aufzuhalten ist. Das geht so schnell über die ganze Welt, dass man da, wenn man jetzt wieder zurück zu den Impfstoffen geht, kaum Chancen hat, die erste Welle von so einer Erkrankung zu stoppen. Trotzdem, man muss natürlich anfangen zu impfen bei Influenza, weil für Influenza-Viren gibt es Impfstoffe und es gibt sehr, sehr viele Firmen, oder nicht sehr, sehr viele, aber es gibt genügend Firmen, die Influenza-Virus-Impfstoff herstellen und das auch relativ schnell können, weil die ja jedes Jahr sich auf den neuen saisonalen Influenza-Virus-Impfstoff einstellen müssen und den neu produzieren. Insofern ist das eigentlich ganz gut geregelt. Die Weltgesundheitsorganisation koordiniert diese Impfstoffherstellung und das läuft. Allerdings war natürlich auch die Frage, geht das denn schnell genug?
Also nachdem nach 2 Monaten im Prinzip die Influenza-Welle die ganze Erde umrundet hat und man dann darauf wartete, dass dann im Herbst dann die nächste kommt, war natürlich die Angst groß, ob man denn wirklich zu diesem Zeitpunkt genügend Impfstoff haben könnte. Wir haben uns dann zusammen mit der Firma Novartis daran gemacht und haben versucht auszuprobieren, wie schnell kann man denn wirklich sein mit so einem Influenza-Impfstoff. Wie schnell geht es wirklich? Und es gibt im Prinzip verschiedene Methoden, um diese Impfstoffe herzustellen. Und wir haben dann herausgefunden, die schnellste ist es, wenn man einfach den Wildtyp-Influenza-Virus nimmt, den dieses Virus anzüchtet, dann wird das Virus inaktiviert, wird nochmal ein bisschen verarbeitet und man hat den Impfstoff. Das ist ganz wunderbar und geht wirklich schnell. Das Problem ist nur, dass man dazu Produktionsstätten haben muss, die unter erhöhten Sicherheitsbedingungen produzieren kann. Und davon gibt es weltweit wirklich nur sehr wenig. Also das geht wirklich sehr schnell. Sie sehen hier etwa nach 2 Wochen, nachdem das Virus in unserer Hand war, hatten wir so einen Stock, von dem man sagen könnte, jetzt hätte Novartis da anfangen können zu produzieren. Das war super. Aber im Prinzip ist das nicht wirklich praktikabel, weil eben die Möglichkeiten, die so einen Impfstoff herzustellen, kaum da sind. Dann diese klassische Möglichkeit, Impfstoffe herzustellen, das geht über Reassortment. Ich erkläre das jetzt nicht im Detail, dazu ist die Zeit nicht da. Das dauert dann etwa 1 Monat und das ist die Art und Weise, wie der Impfstoff der WHO hergestellt wird. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, das geht jetzt über reverse Genetik. Und da haben wir herausgefunden, dass das deutlich schneller geht. Nach etwa 3 Wochen hat man dann einen Impfstoff zur Hand. Und in der Zwischenzeit hat Novartis eine Methode veröffentlicht, die das nochmal diesen Zeitpunkt hier deutlich reduziert. Und wenn Sie sich das jetzt so angucken, dann würden Sie sagen, na prima, also innerhalb von 1 Monat haben wir doch jetzt den Impfstoff. Und dann, was ist das Problem? Dann können wir ja eigentlich alle impfen. Das Problem ist, dass sämtliche Impfstofffirmen in der ganzen Welt nicht in der Lage sind, genügend Impfstoffe herzustellen, selbst bei Influenza, um wirklich nennenswerte Teile der Bevölkerung in kurzer Zeit zu schützen. Vielleicht erinnern Sie sich noch im Jahr 2009, als dann die zweite Welle der Influenza-Infektionen durch Deutschland rollte, dass dann gerade als das begann, dann tröpfelten die ersten Impfdosen ein und man konnte anfangen zu impfen. Das war längst nicht genügend, wenn es wirklich eine schwere Pandemie gewesen wäre. Das war es nicht und Sie erinnern sich vielleicht noch an das Desaster, dass auch keiner diesen Impfstoff dann schließlich haben wollte, weil man den Eindruck hatte, dass der Impfstoff ja viel gefährlicher ist eigentlich als die wirkliche Influenza. Ja. Das treibt dann Blüten, diese ganze Diskussion, die öffentliche Diskussion. Aber prinzipiell, was Sie hier sehen, ist, man kann Impfstoffe relativ schnell produzieren oder beziehungsweise herstellen, aber die Produktion ist ein großes Problem, wenn man wirklich Riesenmengen an Impfstoffen braucht, wie das bei Influenza-Pandemien der Fall ist. Okay, also man kann sagen, wir sind gegen eine Influenza-Pandemie oder Influenza-Epidemien, einen Influenza-Ausbruch, sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet. Allerdings ist da deutlich noch Raum für Verbesserungen. Aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn wir mit Viren konfrontiert sind, die nicht Influenza heißen, sondern irgendwas anderes wie Ebola oder Lassa oder irgendwas, was wir vielleicht heute noch gar nicht kennen? Wie sieht es denn dann aus? Ich möchte Ihnen da ein Beispiel geben für das MERS-Coronavirus. Das hat im 2012, im September 2012 sind wir damit zum ersten Mal konfrontiert worden. Ein neues Coronavirus und das ist die erste Meldung, die mir sozusagen über den Weg gelaufen ist zu diesem Thema. Das war eine Meldung in dem Internetdienst ProMed vom 23. September 2012 und da hieß es dann, neues Coronavirus in Saudi-Arabien, zusätzliche Fälle und nach Informationen wurde gefragt. Typisch bei solchen Ausbrüchen, Informationen sind oft rar, oft falsch und man weiß nicht genau, was da eigentlich passiert. Dahinter verbarg sich dann, es gab Fälle von diesem MERS-Coronavirus in Saudi-Arabien. Erstmal gab es 2 Fälle in Jeddah, der eine auf jeden Fall an dieser Erkrankung gestorben. Und im September gab es dann einen weiteren Fall, der nach England transportiert worden ist, nach London, um da behandelt zu werden. Und insgesamt in dieser Zeit, von Juli bis September, hat man dann dieses neue Virus identifiziert, charakterisiert. Man hat festgestellt, ja, es ist ein neues Coronavirus. Und da ist natürlich bei sehr vielen Virologen sind die Alarmglocken angegangen, weil wir haben uns alle daran erinnert an SARS-Coronavirus. Und wenn Sie dann diese Verwandtschaft von diesem MERS-Coronavirus angucken, dann sehen Sie in der nächsten Nähe das SARS-Coronavirus. Und manche von Ihnen werden sich noch an das Jahr 2003 erinnern, wo SARS ausgebrochen ist. Und hier sehen Sie die Auswirkungen von so einem Emerging Virus. Aufnahmen aus Peking an einem normalen Tag. Hier oben der Verkehr rollt,
der Platz des Himmlischen Friedens ist voll, die U-Bahn, Straßenbahn auch, und das ist zu Zeiten von SARS. Da passierte nichts mehr. Waren wirklich kaum noch Menschen unterwegs und wenn, dann mit diesen komischen Masken. Das ist das, was passieren kann bei solchen Emerging Viruses. Und so dieses Szenario hatten wir natürlich dann auch vor Augen, als dieses MERS auftauchte und wir wussten nicht genau, wann, was müssen wir jetzt eigentlich machen. Genau, Herr Hacker hat es schon erwähnt, MERS-Coronavirus, hier hat es angefangen, jetzt sind wir bei knapp 1000 Fällen und der Wert fehlt, das sind etwa 300 Todesfälle. Also ein Virus, was wirklich gefährlich ist, was glücklicherweise sich nicht so schnell ausbreitet wie SARS-Coronavirus im Jahr 2003, aber trotzdem etwas, was wir weiter beobachten müssen. Was muss man denn jetzt da machen oder wie kann man was dagegen machen? Man braucht Partner dazu. Und für uns, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, wie man denn eigentlich mit solchen Viren und Ausbrüchen umgeht, glücklicherweise kam dann die Gründung von dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Und eine Sektion dieses DZIF, wie wir das heute nennen, ist die Sektion Emerging Infections. Und da befassen wir uns genau mit solchen Fragen. Also wie kann man sich auf solche Emerging Viruses eigentlich vorbereiten? Wie kann man schnell Diagnostik herstellen? Wie kann man antivirale Mittel herstellen oder identifizieren? Und wie kann man Impfstoffe herstellen? Um Ihnen das Prinzip deutlich zu machen, was wir momentan verfolgen, ist hier nochmal eine schematische Darstellung von diesem neuen SARS-Coronavirus. Und was Sie sehen, das ist ein sehr einfach aufgebautes Partikel, ein Virus mit nur wenigen Proteinen. Das hat in seiner Oberfläche diese Glykoprotein-Spikes, also die Oberflächenproteine, mit denen das Virus an die Zellen andockt, die es dann infizieren möchte. Und diese Viren sind wirklich relativ simpel, insofern auch, dass man Impfstoffe, die gegen dieses Spike gerichtet sind, dieses Oberflächenprotein, dass diese Impfstoffe schützen können gegen die Infektion mit diesem Influenza-Virus. Es ist also mit diesem Coronavirus ist viel einfacher mit solchen Viren als mit Malaria oder mit vielen Bakterien, weil diese Viren sind eigentlich einfach zu bekämpfen. Okay, also es geht darum, eine Immunantwort gegen dieses Oberflächenprotein zu generieren, um quasi, dass der Impfstoff dem Immunsystem quasi vorgaukelt, ich bin jetzt MERS-Coronavirus und Ihr Immunsystem, wenn Sie geimpft sind, generiert dann Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein und T-Zellen, also eine zelluläre Immunantwort und hoffentlich sind Sie dann geschützt. Um jetzt diesen Zeitpunkt und den Zeitraum drastisch zu verkürzen, von dem Auftreten eines neuen Virus, bis man einen Impfstoff schließlich in der Hand hat, haben wir uns Folgendes überlegt. Wir werden mit Impfstoffplattformen arbeiten. Und eine Impfstoffplattform ist Folgendes. Man hat attenuierte Impfstoffviren, wie zum Beispiel das Masernvirus kann man nehmen, oder man kann ein MVA-Virus nehmen. Das ist ein Virus, was auch benutzt wurde, um die Pocken auszurotten. Und man kann dann diese attenuierten Viren molekularbiologisch so verändern, dass sie das Oberflächenprotein von dem MERS-Coronavirus synthetisieren, dass sie das also quasi in diesem Impfstoff tragen. Und dann kann man eben mit diesem Impfstoff Menschen, oder beziehungsweise man macht das natürlich erstmal mit Tieren, impfen und guckt, ob tatsächlich eine Immunantwort generiert wird. Und dann, wenn man sowas gemacht hat, dann, das ist vorwiegend Forschungs- und Entwicklungsarbeit, braucht man dann entsprechende Tiermodelle, man braucht Partner aus der Industrie, die dann große Mengen von dem Virus herstellen und man kann dann in klinische Phasenstudien gehen, um die Wirksamkeit dieses Impfstoffs zu überprüfen. Und das haben wir genau gemacht mit dem MVA, das heißt Modified Vaccinia Virus Ankara. Wir haben das so modifiziert, dass es das Oberflächenprotein von dem MERS-Coronavirus in Zellen exprimiert. Und wir haben damit zunächst mal Mäuse immunisiert und Sie sehen nach der ersten Immunisierung schon, haben die Mäuse einen gewissen Titer, der die MERS-Coronavirus-Infektion hemmen kann. Und wenn man zweimal immunisiert hat, dann geht dieser Titer nochmal deutlich nach oben. Das war schon mal sehr hoffnungsfroh, dass man damit möglicherweise eine Immunantwort generieren kann, die das MERS-Coronavirus hemmt, zumindest mal in Zellkultur. Und dann waren wir alle schon sehr euphorisch und dachten, okay, das geht ja alles doch wunderbar schnell. Und dann haben wir überlegt, was nehmen wir denn jetzt eigentlich für ein Tiermodell? Und dann kam das große Problem, es gab nämlich kein Tiermodell für dieses MERS-Coronavirus. Und das erlebt man eigentlich immer wieder, dass plötzlich dann solche Blocks kommen, wo man nicht weiterkommt. Und dann gab es einige Veröffentlichungen, die gezeigt haben, dass man die Tiermodelle, mit denen man einfach umgehen kann, alle nicht nutzen kann. Goldhamster geht nicht, Mäuse geht nicht. Es gehen auch keine Mäuse, deren Immunsystem quasi gehemmt ist. Das hat alles nicht geklappt.
Und das hat uns natürlich deutlich zurückgeworfen. Wir haben dann lange probiert und haben dann schließlich und endlich eine Möglichkeit gefunden, die Mäuse so suszeptibel zu machen für das Virus, dass wir den Impfstoff dann testen konnten. Und das haben wir hier gemacht. Sie sehen hier, wenn die Mäuse mit dem leeren Impfstoff sozusagen geimpft sind, werden die infiziert mit diesem MERS-Coronavirus. Und wenn die geimpft sind mit dem MVAS, also das sind mit verschiedenen Dosen, dann sehen Sie, dass diese Mäuse, die da geimpft sind, geschützt sind gegen die eigentliche Infektion. Und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen gewesen und ein guter Punkt, um jetzt weiter fortzuschreiten mit der Produktion von dem Impfstoff und damit, dass man jetzt in die klinischen Studien gehen kann. Dazu braucht man natürlich noch andere Tiermodelle. Es gibt ähnliche Untersuchungen in Affen, wo auch gezeigt wird, dass man eben gegen dieses MVA, gegen dieses MERS-Coronavirus impfen kann. So, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, was wir gelernt haben in den letzten Jahren zu dem Thema Impfen und Emergency Vaccines. Zeit spielt natürlich eine riesige Rolle und man muss alles tun, um die Zeit in allen Entwicklungsstufen möglichst zurückzuschrauben, die man benötigt, um einen Impfstoff herzustellen. Es ist notwendig, dass man große Forschungskonsortien zusammenbringt, die einfach die Expertise insgesamt haben, um solche Impfstoffe herzustellen. Man braucht dann die Industriepartner, um diese Impfstoffe zu produzieren und man braucht dann die Klinik, um die klinischen Studien zu machen. Es ist absolut entscheidend, dass man sehr engen Kontakt zu den Regulatoren hat. Also das ist bei uns das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland. Dann ist es wichtig, dass man Tiermodelle hat, in denen man diese Impfstoffe testen kann. Man braucht, wie gesagt, eine enge Kollaboration mit den Herstellern von Impfstoffen und man muss sich vorbereiten für klinische Studien. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die Einladung hierher und vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Ich möchte in meinem Impulsreferat über chronische Infektionen und was man mit Schutzimpfungen gegen chronische Infektionen erreichen kann oder auch nicht referieren. Und ganz kurz einmal noch für die Nicht-Mediziner oder Biomediziner hier Ihnen in Bewusstsein rufen, was sind das eigentlich für Infektionen? Akute Infektionen sind etwas, was gut bekannt ist. Sie haben jetzt schon ein paar kennengelernt, wie Ebola, wie MERS, Pest, Cholera, Meningokokken, Meningitis, das sind alles akute Infektionen. Die machen gewissermaßen einen Frontalangriff auf den Körper. Die Erreger vermehren sich sehr schnell. Sie führen beispielsweise häufig zu einer Lähmung des Immunsystems. Der Krankheitsverlauf ist typischerweise sehr schnell, auch mit sofort sichtbaren klinischen Symptomen vergesellschaftet. Und diese Erkrankungen können auch schnell zum Tod oder zu schweren Defektzuständen führen. Das sind die klassischen Seuchen, die gut bekannt sind. Chronische Infektionen in der amerikanischen Literatur von Stan Falco auch mal als Stealth Attackers bezeichnet, die also gewissermaßen unter dem Radarschirm fliegen. Diese Infektionen sind eher durch eine langsame Vermehrung der Erreger gekennzeichnet. Die Erreger entgehen, haben Strategien entwickelt, dem Immunsystem zu entgehen oder zumindest es weniger zu alarmieren. Der Verlauf ist langsamer und Spätfolgen können unter Umständen erst nach Jahren oder Jahrzehnten auftreten. Da gibt es auch viele Beispiele. Ich habe nur ein paar hier rausgegriffen. Die Chlamydien, die beispielsweise nach langem Verlauf zu Infertilität oder Blindheit führen können. Die Tuberkulose, sicher eine der bestbekannten chronischen Infektionen, die zu schweren Erkrankungen und natürlich zum Tod führen kann, das wissen Sie alle. Die durch Zecken übertragene Borreliose oder Lyme-Erkrankung, die viele Spätfolgen, wie zum Beispiel Arthritis, aber auch neurologische Komplikationen auslösen kann. Und Professor Hacker hat es schon erwähnt, Bakterien und Viren, die Krebs auslösen können, wie Helicobacter pylori und Papillomviren. Und darauf will ich etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Chronische Infektionen und Krebs. Infektionserreger, das ist eine wenig bekannte Tatsache, verursachen 2 Millionen Krebsfälle pro Jahr auf der Welt. Dies entspricht 20% aller Krebsfälle.
Die Erreger sind vielfältig. Viren, Hepatitis B und C wurden schon genannt. Die Papillomviren, auf die ich etwas ausführlicher eingehen will. Andere weniger gut bekannte, Kaposi-Sarkom-Herpes-Virus, sehr wichtig. Epstein-Barr-Virus und andere. Auch HIV ist hier zu nennen. Bei den Bakterien ist es Helicobacter pylori und es gibt auch Parasiten, die Krebs auslösen können. Zum Beispiel die Erreger der Bilharziose, die Schistosomen, können Blasenkrebs und Darmkrebs auslösen. Das sind erhebliche Eingriffe in die allgemeine Gesundheit. Sie sehen hier ein paar Zahlen für die Hepatitis-Viren, Papillomviren, Helicobacter pylori. Entwickelte, also hochentwickelte Länder, hier die weniger entwickelten armen Länder, hier die hochentwickelten, hier die Gesamtzahlen. Sie sehen für alle drei Erregergruppen etwa 600 bis 700.000 Fälle pro Jahr. Das ist natürlich schon ganz erheblich. Dies hier ist der vielen von Ihnen sicher bekannte aktuelle Impfkalender, der regelmäßig herausgegeben wird von der am Robert-Koch-Institut angesiedelten ständigen Impfkommission. Jedes Land hat einen solchen Impfkalender. Das hat auch wichtige Auswirkungen, diese öffentlichen Empfehlungen, weil sie beispielsweise eventuelle Entschädigungen und natürlich auch die Erstattung durch die Krankenkassen reguliert. Die meisten Impfungen, das sind die Standardimpfungen, sind gegen akute Infektionen gerichtet. Hier habe ich Ihnen zwei aufgelistet. Hier sind zwei dabei, die gegen chronische Infektionen respektive krebserregende Infektionen wirken, Hepatitis B und das humane Papillomvirus. Und ich möchte Ihnen in den Rest des Vortrags wenige kurze Geschichten erzählen, wie Schutzimpfungen in der Bekämpfung chronischer Infektionen platziert sind, mal als Hauptwaffe, mal als Teil einer Gesamtstrategie und dann auch zu zeigen, wo das Potenzial ist. Die humanen Papillomviren, die ja schon erwähnt wurden, sind die häufigsten sexuell übertragenen Viren der Welt. 80% aller Erwachsenen haben sich mindestens einmal im Leben mit diesem Virus infiziert. Die Sache ist aber komplizierter. Es gibt 124 verschiedene Typen dieser Papillomviren und davon verursachen ca. 95 genitale Infektionen. Innerhalb derer kann man nochmal unterscheiden in wenige Typen, die ein hohes krebsauslösendes Potenzial haben. Das sind die sogenannten High-Risk-HPV-Typen und die, die mit einem geringen oder keinem Krebsrisiko assoziiert sind. Und hier sehen Sie in dieser Grafik die Assoziation von Cervixkarzinom mit den verschiedenen Papillomvirus-Typen. Der bekannteste Typ ist der Typ 16, der bei 54,4% aller Cervixkarzinome gefunden wird. Und dann sehen Sie hier andere Typen. Der Typ 18 ist der nächstbestbekannte. Und dies hier ist eine Karte, die Ihnen die Verbreitung des Cervixkarzinoms und die Verbreitung von Papillomvirusinfektionen mit den verschiedenen Typen zeigt. Hier, je röter, desto häufiger ist das Cervixkarzinom. Und dann sehen Sie hier, je größer die Bälle, desto mehr Infektionen mit Papillomviren und Sie sehen hier auch die Aufteilung. Das Papillomvirus Typ 16 ist überall führend. Und Sie sehen hier schon einen Gradienten zwischen unseren Ländern hier, Europa und anderen Regionen wie Südamerika und Afrika, wo die Inzidenz sehr hoch ist. Wir haben seit 2006 Impfstoffe zur Verfügung gegen High-Risk-Typen des humanen Papillomvirus. Und die Ständige Impfkommission hat eine Empfehlung ausgesprochen, das wissen Sie, dass alle Mädchen in Deutschland geimpft werden sollen gegen diese High-Risk-Papillomviren. Die Empfehlung ist gerade kürzlich noch einmal modifiziert worden. Es sollen jetzt alle Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren, vorher war es 12 bis 17 Jahren, gegen die Papillomviren zu impfen, weil es wichtig ist, dass die Impfung verabreicht wird vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Für Jungen, und das ist ein kontroverses Thema, das ich hier einmal kurz als Beispiel für ein kontroverses Thema in dieser Impfstoffdiskussion ansprechen wollte, für Jungen wird die Impfung und Männer wird die Impfung bisher nicht öffentlich empfohlen, obwohl auch hier es große Studien gibt, die zeigen, dass auch Männer und Jungen
profitieren davon. Sie können auch bestimmte Erkrankungen wie Analkarzinome nicht bekommen. Und darüber hinaus geht man auch davon aus, dass die Impfung bei Männern natürlich auch die Übertragung, zur Übertragung gehören ja zwei, unterbrechen könnte. Und diese Diskussion ist im Gange. Hier muss wie bei allen Impfstoffen eine Risiko- und Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht werden, die STIKO momentan so gemacht hat, wie es zu dieser Empfehlung geführt hat. Aber es wird kontinuierlich weiter diskutiert. Sie sehen hier, dass zum Beispiel in Australien inzwischen Jungen in das staatliche Impfprogramm eingeschlossen worden sind. Im Bundesland Sachsen, das eine eigene Impfkommission unterhält, wird die HPV-Impfung auch für Jungen und Männer empfohlen. Ich will dazu jetzt gar nicht Stellung nehmen, aber Sie sehen, das sind Diskussionen, die sind kompliziert. Da muss die gesamte zur Verfügung stehende Evidenz sorgfältig abgewogen werden, auch die Kosten, und dann zu Entscheidungen gekommen werden. Herr Professor Hacker hat eben Gavi erwähnt. Gavi ist auch sehr aktiv gegen Papillomviren. Und Sie sehen hier diese lila Bälle, das sind alles Länder, die über die globale Allianz gegen oder für Virus, für Vakzinationen erreicht werden können und die praktisch Papillomvirus-Impfstoff finanziert bekommen und die Infrastruktur, um das zu erreichen, um gegen dieses Delta in der Häufigkeit des Cervix-Karzinoms zwischen den reichen und den armen Ländern vorzugehen. Gut, das nächste Thema, das ich kurz ansprechen möchte, sind Virushepatitiden, Leberentzündungen durch Viren. Da gibt es mehrere verschiedene. Es gibt welche, die werden mit der Nahrung übertragen, und es gibt welche, die werden zum Beispiel durch Geschlechtsverkehr oder Spritzen übertragen. Manche davon können durch Impfung verhindert werden, nämlich Hepatitis A und B, und die anderen nicht. Hepatitis B-Virus ist ein Virus, vielen von Ihnen sicher gut bekannt, weil zum Beispiel Personen, die im medizinischen Bereich arbeiten, ein besonders hohes Risiko haben. Das ist ein Virus, das übertragen wird, zum Beispiel durch Nadelstichverletzungen, durch Needle-Sharing. Es gibt seit 1981 einen Impfstoff gegen dieses Virus, das Krebs erregt, Leberkrebs. Und dieses Virus, dieses Impfstoff ist seit 1986 dann auch in einer rekombinanten Form, wo also das Antigen nicht mehr aus Blutprodukten angereichert werden musste, verfügbar. Das heißt, das ist eine lange Zeit, die wir jetzt diesen Impfstoff zur Verfügung haben. Ein wichtiges Problem bei Schutzimpfungen mit dem Ziel der Verhinderung von Folgekrankheiten ist, dass bei chronischen Infektionen die Folgekrankheiten häufig Jahre, Jahrzehnte nach der Infektion auftreten, sodass man den tatsächlichen Effekt einer Impfung erst sehr spät nachweisen kann. Das ist aber ein großes Problem, wenn es darum geht, solche Entscheidungen zu treffen. Und Sie sehen hier das am Beispiel von dem Leberkrebs, der durch Hepatitis B-Virus ausgelöst wird. Hier wurde die Hepatitis B-Impfung eingeführt, 1984. Und dann kam es im Laufe der Jahre, dies ist eine Studie aus Taiwan, die als erste dann zeigen konnte, dass es tatsächlich zu einem Absinken der Häufigkeit des Leberkrebses kam. Und es hat eine große Folgestudie gegeben, 2009 publiziert, die das bestätigt hat. Das sind aber Dinge, die viele Jahre brauchen und enorm große Studien erforderlich machen. Hier bei uns in Deutschland weiß man, dass die Hepatitis B-Impfung ebenfalls etwas bewirkt hat. Wir haben hohe Durchimpfungsraten, und Sie sehen, dass sich das ausgewirkt hat hier auf die Zahl der Hepatitis B-Infektionen, die kontinuierlich weiter zurückkommt. Und man kann davon ausgehen, dass sich das auch auf die Krebszahlen auswirkt, auch wenn das weniger genau bekannt ist. Es gibt aber auch eine Hepatitis, die Krebs auslösen kann, gegen die man nicht impfen kann aktuell. Das ist die Hepatitis C. Auch dieses ist eine weit verbreitete Infektion. Sie sehen hier mehrere hundert Millionen weltweit, 6 bis 11 Millionen Erkrankungen in Europa, immerhin 300.000 bis 600.000 in Deutschland, also eine weit verbreitete Erkrankung. Und je nachdem, welche Zeitung Sie gerne lesen, konnte Ihnen eigentlich die Leberkrebstablette mit dem Preistag eines iPhones gar nicht entgehen, weil Anfang 2014 eine Serie von großen Studien in der berühmtesten Zeitschrift für Medizin, nämlich dem New England Journal of Medicine, erschienen, die neue Therapieformen für diese Infektion
dokumentierten. Alles neue Medikamente, alles hochwirksam, aber eben sehr teuer. Etwa 700 pro Tablette, mehrere zigtausend pro Therapie. Diese Therapiemöglichkeiten wirken sich auch dramatisch aus oder haben das Potenzial, sich dramatisch auszuwirken auf die Häufigkeit. Und ich möchte hiermit zeigen, dass man nicht nur mit Schutzimpfungen signifikant gegen Erkrankungen vorgehen kann, sondern dass es auch andere Wege geht. Diese sind Modellrechnungen aus der MAH, aus der Gastroenterologie der MAH, die Herr Wedemeyer und Herr Kornberg zur Verfügung gestellt haben. Und Sie können sehen, ohne dass ich auf Details eingehen will, dass wenn man die Wirksamkeit, hier das sind praktisch die alten Therapien, wenn man die Wirksamkeit erhöht, wie durch die neuen Medikamente, und dann die auf viele Patienten anwendet, dann kann man solche Erkrankungen wie die Hepatitis C in Ländern, die sich das leisten können, auch zum Verschwinden bringen, auch ohne einen Impfstoff. Das heißt, man kann dramatische Effekte auch ohne Impfstoffe erreichen. Das darf man nicht vergessen, denn wir werden ja für viele Infektionen wahrscheinlich noch lange keine Impfstoffe haben. Helicobacter pylori. Helicobacter pylori ist ein Bakterium, das den Magen besiedelt. Viele von Ihnen werden es kennen. Es ist ein Bakterium, das Anfang der 80er entdeckt wurde von diesen Herren, die etwa 20 Jahre später für ihre Anstrengungen mit dem Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung dieses Bakteriums und seiner Assoziation mit Krankheiten belohnt wurden. Dieses Bakterium infiziert mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Es ist ebenfalls als ein definitives Karzinogen klassifiziert worden. Es ist für 90% aller Magenkrebsfälle verantwortlich und das sind 700.000 bis 800.000 Fälle pro Jahr oder allein 6% aller Krebsfälle. Das ist eine wenig bekannte Zahl. Hier sehen Sie die Verteilung von Magenkrebs. Oben sehen Sie die Zahlen für sozusagen Verteilung. Hier ist Europa in Blau. Hier sehen Sie die anderen Länder. China zum Beispiel hat ein ganz großes Problem, generell Asien. Sie sehen die Verteilung auf der Welt. Aber natürlich haben wir auch in Europa 140.000 Neuerkrankungen, jedes Jahr 107.000 Todesfälle. Es ist ein massives Problem der öffentlichen Gesundheit, das relativ wenig wahrgenommen wird, wenn Sie jetzt mal vergleichen, was so in den Medien vorkommt und was nicht. Die Impfstoffentwicklung gegen Helicobacter pylori wurde gleich in den 80er Jahren intensiv in Angriff genommen. Es gab frühe Erfolge mit Tierexperimenten, wie denen, die Stefan Becker gezeigt hat für die Virusvakzinen. Man konnte nicht nur die Infektion verhindern in Tiermodellen, sondern sogar behandeln. Und man ging dann schnell in den Menschen. Und dort waren die ersten klinischen Studien enttäuschend. Man hat also festgestellt, dass die ersten Impfkandidaten Nebenwirkungen hatten und keine Wirkung oder nur eine sehr geringe Wirkung. Auch in Deutschland sind hierzu Studien gemacht worden und von manchen Studien weiß man noch nicht, wie das Ergebnis war, aber sagen wir mal, es wird kein Optimismus projiziert, aber es ist ein wichtiges Ziel und es gibt beispielsweise im von Stefan Becker schon erwähnten Deutschen Zentrum für Infektionsforschung haben wir auch ein Projekt, das wird in München von Professor Gerhard geleistet, in Kooperation zwischen unserem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und einer Firma, Imevax, wird also auch ein neues Impfverfahren gegen Helicobacter pylori entwickelt, in der Hoffnung, dass man die Fortschritte der Immunologie und der Entwicklung des Delivery von Impfstoffen nutzen kann. Warum will man das überhaupt machen? Man kann ja Helicobacter pylori auch behandeln mit Antibiotika. Mag der ein oder andere von Ihnen schon durchgemacht haben. Eine Woche, zwei Antibiotika und Magensäurehämmer, kriegt man das auch weg. Das Problem ist, dass es eine schwierige Therapie mit viel Resistenz. Und es hat eine neue Untersuchung gegeben von der Weltgesundheitsorganisation. Und die Statements sind so deutlich, dass ich sie hier mal zitiert habe. Ich will das nicht alles vorlesen. Aber es ist ganz klar, Magenkrebs ist eine häufige Erkrankung, einer der häufigsten Tumoren. Daran ändert sich nichts, obwohl die Helicobacter-Häufigkeit etwas zurückgeht. Und es wird hier als logisches Ziel einer Intervention bezeichnet. Das sehe ich auch so. Mittlerweile, Sie wissen, in Deutschland gibt es wahrscheinlich keine allgemeine Empfehlung, den Helicobacter zu behandeln. Einige Länder, in Ländern mit häufigen Magenkrebsen,
zum Beispiel Asien, Südamerika, haben sich mittlerweile entschieden, gezielt nach Helicobacter-Infektionen zu suchen und sie antibiotisch zu behandeln. Und man muss aber sagen, als Mikrobiologe, der viel mit Antibiotika zu tun hat, dass es unrealistisch erscheint, dass man wirklich weltweit diese Infektion kontrollieren kann, ohne dass es einen Impfstoff gibt, weswegen ich glaube, dass Impfstoffentwicklungen äußerst wichtig sind. So, was wird noch erforscht und was ist noch wichtig? Ich habe Ihnen hier jetzt ein paar Beispiele gezeigt, was man mit Impfschutzimpfungen gegen chronische Infektionen erreichen kann oder auch nicht, dass es andere Werkzeuge gibt, mit diesen Infektionen umzugehen. Malaria wurde auch genannt. Die Malaria-Häufigkeit ist in den letzten 10 Jahren sehr signifikant, mindestens um 40% zurückgedrängt worden, ohne Impfung. Das geht auch, ist aber natürlich sehr teuer und nicht dauerhaft. Ein wichtiges Thema ist die Frage, was machen denn eigentlich Impfungen mit unserer eigenen Körperflora? Vielleicht haben Sie mal was von dem Mikrobiom des Menschen gehört, dass wir mindestens 10-mal so viele Bakterien in uns tragen und auf uns tragen, wie eigentlich Körperzellen, dass wir ein Superorganismus sind. Man kann davon ausgehen, dass Impfstoffe auch dieses Mikrobiom beeinflussen. Und das wird zurzeit intensiv erforscht. Publikationen gibt es noch nicht so viele, aber zum Beispiel konnte gezeigt werden, dass wenn man Kinder gegen Pneumokokken impft, das, was ja auch in Deutschland öffentlich empfohlen ist, dass es zumindest temporär zu Verschiebungen der Flora, der Bakterien im Rachen kommt. Es gibt auch andere Berichte, dass andere Impfungen keine Effekte machen. Das wird jetzt intensiv erforscht. So. Drei Punkte, vielleicht dann später auch zum Diskutieren, so als Kristallkugel. Keiner von uns kann so richtig in die Zukunft gucken. Ich würde vorhersagen, dass der Einfluss von Impfungen auf das Mikrobiom ein großes Thema sein wird in den nächsten Jahren. Auch sehr wichtig ist die Frage, wie unsere Körperbakterien die Wirkung von Impfungen beeinflusst. Schon jetzt wissen wir, dass es davon abhängt, was die Menschen für Bakterien in sich tragen, wie gut oder schlecht bestimmte Impfungen funktionieren, das wird man intensiv erforschen müssen. Gegen chronische Infektionen gibt es zu wenig Impfstoffe. Tuberkulose, da gibt es einen, der aber nicht besonders gut funktioniert, der dringend verbessert werden muss. Auch hier zum Beispiel in Hannover und in Berlin wird intensiv daran gearbeitet. HIV, immer noch kein Impfstoff, Helicobacter hatte ich gesagt, Hepatitis C-Virus und viele andere chronische Infektionen. Hier muss investiert werden, um Impfstoffe zu entwickeln. Aber Impfstoffe sind eben nur eines von vielen Instrumenten, mit denen man Infektionen und chronische Infektionen kontrollieren kann. Und keinen Impfstoff zu haben, ist kein Grund für Passivität. Man muss mit den Instrumenten arbeiten, die zur Verfügung stehen und parallel neue Impfstoffe entwickeln, wie das Herr Becker auch schon ausgeführt hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Ich glaube, Herr Becker hat uns sehr eindrücklich in die Welt der neuen Viren geführt und auch etwas uns erklärt, wie schwierig es ist, relativ schnell auch neue Impfstoffe zu entwickeln. Das ist manchmal möglich, aber es gibt Fortschritte auf dem Gebiet. Und Herr Surbaum, den Zusammenhang Krebs und Infektion, etwas, was im Grunde vernachlässigt wurde, lange Zeit, diese Assoziation. Und ich glaube, hat uns gut gezeigt, dass es eben Impfen ist sozusagen eine Möglichkeit, mit Infektionen zurechtzukommen. Und Impfungen müssen von anderen Technologien und von anderen Möglichkeiten der Behandlung assistiert werden, sozusagen. Das nur mal einen Aspekt zusammenfasse. Ich denke, oder wir denken, dass wir jetzt diskutieren können und sollen. Ich gucke mal auf meine Uhr. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde. Und wir haben das bei den letzten Malen so gemacht, dass wir erstmal auf dem Podium uns etwas mit Argumenten und einige Argumente ausgetauscht haben. Und dann würden wir natürlich sehr gerne Sie auch ermuntern, in die Diskussion einzugreifen. Aber vielleicht darf ich mal beginnen und unsere Referenten fragen, Herr Becker, wie sieht es dann jetzt aus? Was ist Ihre Vorhersage im Hinblick auf die Entwicklung Ebola? Man liest also
abnehmende Fälle, abnehmende Todesfälle. Andererseits in einigen der Staaten, Guinea zum Beispiel, wird das dann wieder dementiert. Wie ist so das Gefühl, was Sie haben? Wie entwickelt sich das Ganze in den letzten Wochen? Und was denken Sie, was wir erwarten können jetzt im Frühjahr? Also ich finde, Ebola ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was Sebastian Surbaum gerade eben gesagt hat. Man kann Ebola eigentlich auch ohne Impfstoff bekämpfen und auch tatsächlich unter Kontrolle bringen. Aber das Problem war bei diesem Ausbruch in Westafrika, dass das einfach nicht konsequent genug gemacht worden ist. Einfach weil einfach zu wenig Personal da war, weil zu wenig die Logistik nicht da war, etc. etc. Also es gibt Möglichkeiten, das ohne Impfungen zu machen bei Erkrankungen, die sich eben nicht so schnell verbreiten wie die Influenza. Das ist durchaus möglich. Wie das jetzt in Westafrika aussieht, ich glaube, wir werden diesen Ausbruch, der wird wohl zu Ende kommen, auch ohne, dass man einen Impfstoff einsetzt. Einfach dadurch, dass jetzt die internationale Hilfe doch angelaufen ist, nachdem das Monate etwas schleppend war, um das mal vorsichtig zu sagen. Aber jetzt ist es da und jetzt gehen die Erkrankungszahlen in der Breite zurück. Allerdings scheint es so zu sein, dass es immer wieder so einzelne Nester gibt, wo man Infektionen sieht, die so kurz aufflammen. Dann gibt es 20, 30 Infektionen, die gehen dann wieder zurück. Und das lässt sich momentan, also die Vorhersagbarkeit dieses Ausbruchs ist für mich sehr schwer zu machen. Also ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann mal zu so einer Situation kommen, wo Ebola-Virus dann vielleicht in Westafrika endemisch wird, was sich keiner vorstellen konnte vor wenigen Jahren. Aber wir konnten uns auch alle nicht vorstellen, dass es so einen Ausbruch gibt mit Ebola. Also Sie sind begrenzt optimistisch, was das die jetzige Situation angeht, aber es ist nicht unbedingt das Ende dessen, was wir zu erwarten haben. Kann man das so sagen? Ja, genau. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man dann auch die Notwendigkeit oder den Wert von Vakzinen sehen. Ja, also wenn tatsächlich diese Ebola-Vakzine jetzt kommen sollte und tatsächlich sich als wirksam erweist, was wir alles noch nicht wissen, aber es könnte ja sein, das hoffen wir alle, dann wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit, um diese endemische Entwicklung von Ebola in Westafrika zu verhindern oder eben wieder zurückzudrängen. Danke. Vielleicht zu dem Vortrag von Herrn Surbaum. Dieser Zusammenhang Krebs, chronische Infektionen, der ist ja schön aufgezeigt worden und es ist ja so, dass in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr Erkenntnisse gewonnen wurden über den Zusammenhang von Infektionen und Krebs. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Retroviren und dann Helicobacter und Papillomviren und andere. Was würden Sie so, wenn Sie so Ihr Gut-Feeling mal befragen würden, sich vorstellen, ist da noch mehr zu erwarten? Gerade die Helicobacter-Gruppe ist ja eine sehr diverse Gruppe von Bakterien. Müssen wir in 10 oder 15 Jahren vielleicht nicht 20%, sondern 30% der Krebserkrankungen auf Infektionserreger zurückführen? Und gibt es da eine Tendenz von den Zahlen her? Ich halte das für durchaus möglich. Ich glaube, man kann nicht unbedingt aus den bisherigen Entdeckungen wirklich schließen, dass das immer wieder so sein muss. Es hat zum Beispiel etwa 10 Jahre nach Helicobacter eine Euphorie gegeben zu Chlamydien, wo man auch gedacht hat, man könnte dort sehr viele Erkrankungen mit erklären, auch Tumorerkrankungen. Diese Euphorie konnte dann nicht ganz so, auch hat man ja gedacht, Chlamydien könnten mit Koronarerkrankungen zusammenhängen. Es gibt dort wahrscheinlich einen Zusammenhang, aber er ist nicht so klar und deutlich, wie das bei den krebserregenden Viren oder eben auch Helicobacter pylori der Fall ist. Generell kann man schon sagen, dass eine chronische Entzündung das Risiko von Tumoren erhöht. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Personen, die chronische Infektionen mit Salmonellen haben, in der Gallenblase auch ein erhöhtes Risiko haben, Gallenblasentumoren zu bekommen. Es gibt auch, Sie hatten das angesprochen, gewisse Hinweise, dass es andere chronische Helicobacter-Arten gibt, die nicht hier bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel in Mittel- und Südamerika an der Entstehung von Gallengangstumoren beteiligt sein können. Ich weiß nicht, ob es nochmal vergleichbare Entdeckungen gibt, die sozusagen 5-6% aller Krebsfälle entdecken, aber dass wir noch weitere kausale Agenzien entdecken, die für Teile der Krebsmortalität vielleicht auch zusammen mit anderen Agenzien, mit Umweltkarzinogenen oder zusammen
zwei Bakterien oder ein Bakterium und ein Virus, dass man das erkennt, das glaube ich auf jeden Fall, sodass es gut sein kann, dass wir dann auf 30% kommen. Und das Mikrobiom, das hatten Sie ja erwähnt, also das, was wir so an Bakterien und Viren in uns haben und um uns haben, ist das auch eine mögliche Quelle von kanzerogenen Organismen oder würde man das eher als sozusagen Begleitrauschen interpretieren, die Änderung? Das ist eines der aktivsten Gebiete momentan in der biomedizinischen Forschung. Ich glaube, das kann man auch den allgemeinen Medien entnehmen. Wir wissen, dass das Mikrobiom, insbesondere das Mikrobiom des Darms, an Gesundheit und Krankheit intensiv beteiligt ist. Es wirkt aber immer zusammen, auch mit Umweltreizen. Und ich denke, ich würde mich da gern mit Spekulationen zurückhalten. Ich denke, dass es sicher ist, dass es auch wiederum den Immunstatus beeinflusst. Der Immunstatus hat dann natürlich auch wieder auf die Wahrscheinlichkeit, dass Tumorprozesse sich durchsetzen können im Körper einen Einfluss. Und insofern hat das Mikrobiom hier sicherlich auch einen Einfluss. Das ist vor allen Dingen ja auch ein sehr aktives, forschungsaktives Gebiet, ne, was man jetzt so sieht. Aber ich würde noch mal auf einen anderen Punkt kommen. Sie hatten ja beide auch sehr intensiv die Möglichkeiten, Impfungen diskutiert. Es sind aber ja nicht nur medizinische Fragen und naturwissenschaftliche Fragen, sondern auch stark sozialwissenschaftliche Fragen, ökonomische Fragen. Wenn ich also sehe, dass die Tatsache, dass Ebola jetzt vielleicht etwas eingedämmt wird, hängt auch möglicherweise damit zusammen, dass die Begräbnisse anders ablaufen, dass man einfach auch solche sozialwissenschaftlichen Dinge mit einbezieht. Wie würden Sie das sehen insgesamt? Sie hatten ja auch von den großen Verbundprojekten gesehen. Ist da genug sozialwissenschaftliche Kompetenz, auch ökonomische Kompetenz dabei im Moment? Und vielleicht die Frage an beide oder sollte man das eher trennen? Nein, das darf man auf keinen Fall trennen. Und die Antwort ist natürlich nein, es ist zu wenig davon da. Ja. Und was das muss man denn da noch? Man muss einfach ich kann das jetzt für Ebola-Virus-Ausbrüche sagen, es gilt für anderes sicherlich auch, aber in solchen Situationen wie in Westafrika, da muss man von Anfang an genügend Anthropologen dabei haben und Menschen dabei haben, die sich mit der Kultur vor Ort auskennen, die verstehen, wie denn eigentlich jemand in Westafrika so eine Erkrankung wie Ebola erlebt. Die meisten werden das nicht als Infektionskrankheit wahrnehmen. Die werden das in ihren kulturellen Vorstellungen so wahrnehmen, dass sie vielleicht was falsch gemacht haben und deswegen bestraft werden. Und es ist natürlich völlig klar, wenn ich, weil ich was falsch gemacht habe, bestraft werde, dann gehe ich natürlich nicht in das nächste Krankenhaus. Was soll ich da? Ja, also ich bin verhext worden und dann muss ich mich da irgendwie anders gegen wehren, aber dann gehe ich nicht ins Krankenhaus. Und dann quasi jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja, okay, ihr wisst das alle nicht so genau und wir wissen es besser und wir kommen jetzt und zeigen euch, wie es wirklich geht, dann erreicht man solche Situationen, wie die jetzt in Guinea und in Sierra Leone und Liberia waren. Nämlich, dass sich keiner darauf einlässt, in so ein Behandlungszentrum zu gehen. Ja, weil nämlich das in der Vorstellung von den Menschen genau da miteinander verknüpft war. In dem Moment, wo Ebola als Begriff kam, kamen auch diese Menschen mit den weißen Anzügen. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass alle geglaubt haben, Ebola kam von diesen weißen Anzügen. Ja? Und dann vertraut natürlich niemand mehr diesen Behandlungszentren. Und ich glaube, diesen Kreislauf, den muss man ganz unbedingt angehen und man muss herunterkommen von dem hohen Ross und man muss einfach verstehen lernen, wie die kulturellen Bedingungen da sind und dann versuchen, Übersetzungsarbeit zu leisten, um wirklich helfen zu können und auch schnell helfen zu können. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und mit einer reinen Biomedizin werden wir da nicht weiterkommen. Aber ich meine, jetzt ist das ja induziert worden durch die aktuellen Ereignisse, dass eben auch jetzt Sozialwissenschaftler, Ethnologen, Ethnologinnen sich damit befasst haben. Was passiert denn jetzt, wenn das ausläuft? Kann man präventiv, gerade im sozialwissenschaftlichen Verhaltensbereich, Kognitionswissenschaften was tun oder warten wir jetzt auf die nächste Episode, die da erscheint? Meine Befürchtung ist, dass es genauso ist, dass wir auf das nächste warten. Und ich glaube, dass einfach die, wahrscheinlich reichen die Ressourcen in Westafrika nicht aus, um da was langfristig und Nachhaltiges in die Wege zu leiten. Das wäre wunderbar. Aber ich habe heute gerade gehört, dass die Behandlungszentren, die wir da jetzt aufgebaut haben, die sind ja jetzt nicht mehr so stark benutzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dass die aber wahrscheinlich auch nicht
weiter genutzt werden können von den Menschen vor Ort, weil die jetzt, keine Ahnung, also diese Frage der Nachhaltigkeit, die ist so entscheidend und die ist völlig ungeklärt. Leider, ja. Also ich muss sagen, dass ich schon finde, dass der Bereich der Infektionsmedizin wirklich ein Beispiel dafür ist, was durch koordinierte Aktivitäten erreicht werden kann. Ich stimme dir natürlich zu, dass das schwierig ist, da wirklich soziokulturell Dinge zu ändern. Aber wenn man sich anschaut, ich mache dreimal im Jahr die Hauptverlesung medizinische Mikrobiologie, da hat man dann immer die Zahlen, wie ich sie hier auch hatte, wie viele Hunderttausend, wie viele Millionen sterben an Malaria, an Tuberkulose und so weiter. Und wenn man sieht, was, und man ist dazu geneigt als Hochschullehrer, dass sich so von Vorlesung so sehr viel ja nicht ändert. Da muss man wirklich sagen, da muss man jedes Mal, dreimal im Jahr, das aktualisieren, weil die Zahlen runtergehen. Und das ist der Effekt von globalen, koordinierten, sehr stringent organisierten Initiativen wie Gavi, wie von enormen Mengen an Geld, die zum Beispiel von der Bill und Melinda Gates Stiftung injiziert werden in das System, die dann natürlich auch eine Sogwirkung entfalten. Und ich muss schon sagen, ich finde das sehr beeindruckend, was da erreicht worden ist, eben mit und ohne Schutzimpfungen. Natürlich sind das immer noch gewaltige Zahlen, selbst wenn man es ins Verhältnis setzt zu den größten Naturkatastrophen, ist praktisch jeder einzelne dieser 20 wichtigsten Infektionskrankheiten tötet jedes Jahr mehr als der Tsunami 2005. Also das ist schon enorm, aber es kann schon was erreicht werden in dem Bereich, weil man die Ursachen versteht dieser Erkrankungen. Ja, ich möchte aber doch nochmal auf diese sozioökonomische Seite eingehen. Es ist, glaube ich, einleuchtend, wenn man sagt, gut, in Afrika, da müssen die das irgendwie lernen, man muss denen das beibringen und man muss Strukturen schaffen. Aber ist nicht auch bei uns ist nötig, Impfungen auch aus der sozialwissenschaftlichen Sicht zu sehen? Also Impfmüdigkeit, wenn ich an Masern denke, Sie hatten ja einiges an Zahlen auch gesagt, Herr Kohl. Ist das nicht auch etwas, was man mit ins Kalkül ziehen muss? Ich glaube schon. Das ist sicher das sind Geschichten, die die Medien spielen auch eine wichtige Rolle. Wir haben eine sehr kritische Diskussion über alles in unserer Gesellschaft, eben auch über Schutzimpfungen. Die Dinge werden sehr häufig etwas zerfasert. Das gilt zum Beispiel für Helicobacter auch. Da gibt es diese Diskussion über den nützlichen Helicobacter, die der großen Sache geschadet hat. Und das haben wir sicherlich, also dass man dort einfach intensiv informieren muss und auch tradierte Verhaltensmuster in die durchbrechen muss, da stimme ich vollkommen zu. Und das können sicherlich nicht wir, die Biomediziner, allein, keine Frage. Und bevor ich die Diskussion öffne, vielleicht noch eine Frage an beide. Sozialwissenschaft, eine Richtung, Ökonomie ist das andere, was, glaube ich, jetzt als nicht naturwissenschaftliches, nicht medizinisches Fach auch gefragt wird. Wie ist das zu beurteilen? Ich meine, Gavi, ein großes Projekt, mehr oder weniger zunächst mal finanziert von der Bill und Melinda Gates Stiftung, jetzt sind viele andere dazugekommen, die einen Etat hat, der genauso hoch ist oder noch höher als der gesamte Etat der Weltgesundheitsorganisation. Ist das eine Entwicklung, die gut ist oder kann man andere Modelle sich vorstellen? Es ist ja nicht mehr so, dass wir staatliche Institute haben, die für die Impfstoffforschung und Entwicklung aufkommen, sondern das ist mit gutem Grund privatisiert worden. Aber gibt es wirklich gute Modelle oder muss man da nochmal auch neu nachdenken? Vielleicht hier und dann auf der anderen Seite. Ich kann das schwer, also es ist nicht mein Spezialgebiet, ich kann das schwer beurteilen. Ich sehe das eher vom Ergebnis dessen, was passiert und das, was passiert ist. Ich glaube auch eben an die Sogwirkung, dass natürlich Regierungen, Sie alle haben vielleicht gehört, dass auch die amerikanische Regierung jetzt massiv investiert, zum Beispiel in das Thema multiresistente Keime. Das haben wir jetzt nicht besprochen, weil es da keine Impfungen gibt, aber das ist natürlich eine andere riesige Bedrohung, die sich Regierungen jetzt zu eigen machen. Die anderen Themen werden jetzt eher von Nicht-Gesundheitsorganisationen bearbeitet. Ich glaube schon, dass es dieses Wechselspiel von, sagen wir mal, im weitesten Sinne privaten
Initiativen gibt und dass auch dieses im weitesten Sinne private Geld eben in diese Common Causes eingebracht werden muss. Was jetzt der optimale Weg ist, vermag ich nicht zu beantworten. Aber jedenfalls Bedarf ist da. Bedarf ist sicher auf allen Seiten da. Ja, ja, ich denke auch. Also ich glaube, das, was Bill und Melinda Gates Stiftung macht, das ist schon bemerkenswert. Ja, auch in ihrem Erfolg und mit ihren teilweise sehr unkonventionellen Ansätzen ist das sicherlich was man einfach sagen muss, das ist in großen Teilen sehr gut. Und auch Gavi ist sicherlich ein sehr guter Ansatz. Ich glaube, was uns im Laufe der Zeit einfach so bewusst wird, wie groß auch diese ökonomische Komponente von Infektionskrankheiten insgesamt ist. Und ich glaube auch, durch diesen Ebola-Ausbruch ist auch klar geworden, dass die Gesundheit in Afrika möglicherweise auch sehr direkt was mit unserer Gesundheit zu tun hat und dass es sich lohnt, da zu investieren. Danke. Ja, das ist so ein kleiner Ausflug in die nichtmedizinischen Gebiete, aber ich würde Sie auch gerne fragen, das Auditorium, gibt es weitere Nachfragen oder Diskussionsbemerkungen zu diesem Thema Impfen? Holzgräfe und ich bin Kinderarzt und nicht mehr so im aktuellen Geschäft. Aber mich hat immer gewundert, dass aus solchen aktuellen Infektionen, wie zum Beispiel bei Masern, chronische Infektionen werden konnten, wie zum Beispiel die SSPE. Wie kommt es, und bei anderen Erkrankungen ist es ja auch so ähnlich, wie kommt es zu diesem, ist das ein Switch oder ist das eine Mutation oder was ist die Ursache davon? Ja, obwohl das SSPE schon wirklich sehr lange bekannt ist, ist der... Jetzt sagen Sie nochmal, was die Abkürzung ist. Ach so, okay. Das ist eine Erkrankung, die nach der Maserninfektion stattfindet. Die tritt erst viele Jahre nach der eigentlichen akuten Infektion auf, ist eine neurologische Erkrankung und führt immer zum Tod. Also tritt nur sehr, sehr selten auf, aber wenn sie auftritt, dann führt sie immer zum Tod. Und es ist tatsächlich so, dass wir bis heute die molekularen Grundlagen von diesem SSPE nicht wirklich verstanden haben. Man vermutet, dass das an bestimmten Proteinen des Masernvirus, das Matrix-Protein, dass das eine Beteiligung hat dabei. Aber nach meinem Kenntnisstand ist das nicht völlig geklärt. Danke. Dann hier in der Mitte und dann hatten wir hier vorne auch den nächsten Fragenden. Zu dem gleichen Komplex, ja. Impfmüdigkeit gerade zu Masern. Da wird immer argumentiert, die Impfzwischenfälle wären größer und deshalb sollte man gegen Masern nicht impfen. Gibt es da genaue Zahlen? Ja, da gibt es genaue Zahlen und das ist natürlich nicht der Fall. Also die Impfzwischenfälle oder die Nebenwirkungen bei Impfungen, die bei Masern auftreten, ist ein Zehntel, ein Hundertstel von dem, was bei den Masernvirusinfektionen auftreten. Also oder noch weniger, vielleicht geht das in Tausendstel. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Da gibt es belastbare Zahlen, nicht? Die Richtig, ja, ja, das ist untersucht. Danke. Ja, bitte. Ja, Puls, Landesgesundheitsamt. Herr Becker, ich habe folgende Frage an Sie. Sie haben ja aufgezeigt, wie schwierig das ist, einen neuen Impfstoff zu entwickeln jetzt mit diesen neuen Viren oder die methodischen Herausforderungen. Haben Sie denn Hoffnung, dass dennoch es gelingt, die Zeitspanne jetzt eben für eine mögliche neue Pandemie, dass man das in Zukunft verkürzen kann, indem man andere Elemente dieses Baukastens benutzt oder irgendwie, dass es eben nicht 5 Monate dauert, sondern vielleicht nur 2 Monate, weil sonst läuft man ja immer Ausbrüchen mit solchen neuen Erregern hinterher. Ja, also ich glaube aber, das müssen wir akzeptieren. Wir werden wahrscheinlich immer hinterher sein erstmal. Ja? Also der Ausbruch wird stattfinden, ohne dass wir es verhindern können. Aber dann die Frage ist, wie reagieren wir und wie können wir die Folgen des Ausbruchs tatsächlich mindern oder verbessern? Wir haben uns das angeguckt. Es gibt sehr viele verschiedene Punkte, wo man anfangen muss, um die Zeitachse einfach radikal zu verkürzen, bis man zu einem Impfstoff kommt. Das ist zum einen mal die Forschung, das habe ich Ihnen gezeigt. Das zweite ist natürlich dann, die Zulassung der Impfung, das ist ebenfalls ein Punkt. Also wie kann das Paul-Ehrlich-Institut tatsächlich die Zeiten verkürzen, bis dann so eine Impfung zugelassen wird, beziehungsweise auch erstmal die klinischen Phasen zugelassen werden. Und ich finde, ein wunderbares Beispiel ist jetzt, ich komme wieder dazu, Entschuldigung, mit Ebola, dieser Ebola-Virus-Impfstoff, der jetzt hier in Deutschland und in Genf, also in der Schweiz und in 2 Ländern in Afrika getestet wird, der ist
in wirklich erstaunlich kurzer Zeit ist da die klinische Studie zugelassen worden. Und ich glaube aber, ohne dass die Sicherheit in irgendeiner Weise kompromittiert worden ist. Also ich glaube, es gibt Möglichkeiten, das wirklich zu beschleunigen. Genauso wie wir auf der anderen Seite die Entwicklung sicherlich beschleunigen können mit diesen Impfstoffplattformen. Es wird möglich sein, an verschiedenen Stellen da Verbesserungen einzuführen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das schaffen werden, innerhalb von wenigen Monaten einen neuen Impfstoff einzuführen. Das wird nicht gehen. Also ich denke, da sind einfach die Sicherheitsvorkehrungen viel, viel wichtiger, als dass man das wirklich radikal verkürzen könnte. Aber wenn wir meinetwegen gegen ein neues Virus einen Impfstoff, wenn ein schwerer Ausbruch erfolgt, wenn wir einen Impfstoff innerhalb von 1-2 Jahren tatsächlich haben, dann finde ich das schon eine erstaunliche Geschichte und eine erstaunliche Verkürzung der Zeit. Und das sollten wir sicherlich anstreben. Dankeschön. Herr Sobam zu dem Problem. Ich wollte nur noch mal, ich denke, das ist in dem Fall Ebola oder auch in dem Fall bei manchen Viren ist es natürlich schon sehr beachtlich, dass das planbar erscheint, einen Impf relativ planbar zu machen, während eben in anderen Bereichen, zum Beispiel HIV oder auch Helicobacter, das Jahrzehnte dauert, trotz intensiver Forschung das nicht gelingt, zum Beispiel, weil die Viren oder die Bakterien eine extrem rasche Veränderbarkeit haben. Und das ist natürlich schon eine Sondersituation. Bei Influenza nehmen wir das in Kauf, jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, den könnte man nicht für jedes Pathogen treiben. Und insofern muss man einfach auch realistisch sein, dass für viele Erreger wahrscheinlich keinen Impfstoff oder keinen Impfstoff, der gegen alle Untererreger innerhalb einer Erregergruppe wirken wird. Und insofern ist das schon toll, dass es hier so eine gewisse Planbarkeit gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Aber man versucht natürlich auch, einen generischen Impfstoff zu machen gegen Helicobacter, um sozusagen wegzukommen von den Serotypen. Ja. Nicht? Das ist eine Herausforderung für die Forschung. Herr Knapp. Danke. Ich möchte noch mal ein Thema ansprechen, das Sie, Herr Surbaum, als ein wichtiges aktuelles Forschungsgebiet bezeichnet haben, nämlich die Verschiebung des Mikrobioms durch Impfungen. Das bringt mich auf eine spezielle andere Frage, nämlich gibt es Erkenntnisse darüber, wie das Mikrobiom durch Antibiotikaeinsatz, aber nicht beim einzelnen Patienten, sondern in der Gesamtheit verändert wird durch die Exposition und Kontamination mit niedrigen Antibiotikakonzentrationen durch unsere Nahrungskette oder eventuell auch durch andere Produkte, die wir zu uns nehmen. Das ist in der Tat sehr aktiv. Also die Frage mit den Impfungen ist bisher nur ganz im Ansatz erforscht. Da gibt es wirklich nur ganz wenig Studien, von denen ich eine gezeigt habe. Das sind auch ganz kleine Studien. Zu dem anderen Thema der Wirkung von Antibiotika auf das Mikrobiom oder die Darmmikrobiota, wie wir sagen, gibt es sehr viel größere Studien, auch immer noch sehr viel Forschungsbedarf. Die Volkswagen-Stiftung hat gerade vor einigen Monaten hier ja auch in Herrenhausen ein großes Symposium, mehrtägiges Symposium zu dem Thema Mikrobiota, den verschiedenen Facetten mit veranstaltet, zusammen mit Nature und anderen. Und ich denke, das ist, also was man ganz klar sagen kann, ist, dass die Antibiotikagabe massiven Einfluss hat auf das Mikrobiom. Viele dieser Veränderungen, die man unmittelbar unter einer Antibiotikatherapie sieht, bilden sich zurück. Es gibt eine gewisse Resilienz der Mikrobiota, aber ebenso klar ist, dass einzelne Bakterienspezies zum Beispiel im Darm nach einer Antibiotikatherapie verloren gehen. Und was wir bisher nicht wissen, da sind immer noch einige hundert drin, ist, welche Rolle spielen einzelne Bakterienspezies dann tatsächlich für die Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Infektionen. Es gab ein Papier in Nature vor wenigen Wochen, wo gezeigt worden ist, es ist provozierend, muss man mal gucken, ob das allgemeingültig ist, dass eine bestimmte Bakterienart im Darm die Empfindlichkeit gegenüber einem wichtigen Krankheitserreger, dem Clostridium difficile, kennt wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen, dramatisch beeinflusst. Das ist ein Bakterium von vielen, wo man das nicht erwartet hätte. Und wenn gerade so ein Bakterium dann unter einer Therapie irreversibel verloren geht, dann haben sie natürlich einen gravierenden Effekt. Und darüber wissen wir bisher noch sehr wenig.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Eine oder zwei Fragen können wir noch zulassen, sonst würde ich die stellen, wenn Sie gestatten. Dann würde ich vielleicht einfach die beiden Vortragenden mal fragen. Also wenn Sie jetzt in der Bill und Melinda Gates Stiftung wären und hätten die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen. Man kann ja nicht alles machen, das haben wir auch gehört. Was würden Sie als größte Herausforderung bei der Impfstoffforschung und Entwicklung sehen momentan? Ich glaube, dass die größte, das ist, da herrscht, glaube ich, auch doch relativ weiter Konsens, dass die Entwicklung einer Malaria-Vakzine von unglaublich großer Bedeutung ist. Ich glaube, dass eine universelle Grippeimpfung, Sie hatten das gesagt, natürlich auch eine enorme Entlastung für das Gesundheitssystem bringen könnte, wenn wir wegkommen von diesen jährlichen Impfungen, die ja dann doch schwer durchzusetzen sind und einen großen Benefit haben könnte. Ich glaube, dass die Tuberkuloseimpfung, da gibt es ja die BCG-Impfung, die viele von den Älteren noch bekommen haben, die immer noch sehr viel verabreicht wird, bei uns hier nicht, aber doch weit in Deutschland, weltweit verbreitet wird, die ein ungünstiges Profil hat. Und die Verbesserung einer Tuberkulose-Vakzine ist ein extrem anspruchsvolles, aber sehr wünschenswertes Ziel. Also und also wenn ich mir das natürlich, da bin ich etwas gebiased, ich wünsche mir dringend einen Impfstoff gegen Helicobacter pylori. Okay. Ja, und was bleibt jetzt noch übrig bei Herrn Becker? Die Liste ist natürlich nur noch mit HIV zu vervollständigen. Ja. Natürlich, das brauchen wir auch ganz dringend. Und es ist tatsächlich so, dass das ist eine Riesenliste, eine Riesenaufgabe für die nächsten Jahre. Und ich möchte da natürlich pro domo dazu fügen, dass es auch wichtig ist, sich für solche Infektionen zu interessieren, die zwar nicht viele Menschen betreffen momentan, aber die unmittelbar drastisch und dramatische Ausbrüche auslösen. Und das ist dann vielleicht noch der letzte Punkt, den man dann auf diese Liste schreiben könnte. Das ist Lassa, das ist alles Mögliche, was wir da so haben. Aber da geht es um Strategien, also bei wie man mit solchen Infektionen umgeht, bei Malaria, bei HIV etc. Ist, glaube ich, auch noch sehr viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit gefragt. Bei diesen neu auftretenden Infektionen, glaube ich, das ist eine Strategie gefragt, wie man sich darauf vorbereiten kann, auf die schon da sind und auf die dann möglicherweise die noch kommen werden. Aber das ist dann nicht so das Problem, eigentlich den Impfstoff zu entwickeln, sondern einfach eine neue Strategie dazu zu haben, wie man die dann schließlich anwendet. Ja, danke schön. Also wir sehen, es gibt viel zu tun. Es ist ein spannendes Gebiet, sehr viel Forschungsaktivität, aber auch Entwicklung. Und wir brauchen neue Impfstoffe. Ich glaube, wir brauchen auch Strategien, wie Impfungen mit konventionellen Therapien zusammenwirken können, was auch ja mehrfach gesagt wurde. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Ich danke den beiden Vortragenden und Diskutanten und danke vor allen Dingen der Volkswagen Stiftung, dass wir hier diesen Abend zusammen verbringen können. Vielen Dank.